Das ist eine ganz wichtige Funktion, weil wenn ihr das Häkchen an der falschen Stelle setzt, dann werden eure Videos in schlechterer Qualität übertragen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die neuen iPhone 13 und 13 Pro Modelle sind frisch auf dem Markt, dazu natürlich auch das neue iOS 15 Betriebssystem. Und wir schauen uns heute mal zusammen die neuen Videofunktionen der Standard-Kamera-App an. Insbesondere natürlich auch den neuen Kinomodus. Bevor ihr jetzt mit eurem iPhone in iOS 15 die ersten Videoaufnahmen macht, solltet ihr mal ins Einstellungsmenü gehen und hier erstmal natürlich alles Richtige einstellen. Insbesondere die Kamera-App. Die ruft ihr entsprechend auf und hier könnt ihr als allererstes das Format wählen. Ist ganz wichtig, weil hier habt ihr die zwei Möglichkeiten zwischen High Efficiency und maximale Kompatibilität. Maximale Kompatibilität heißt einfach, dass euer Videomaterial später möglichst auf möglichst vielen iOS-Geräten verarbeitet werden kann. Wenn ihr aber die maximale Qualität wirklich haben wollt, solltet ihr den ersten Punkt wählen. Damit habt ihr auf jeden Fall die höchstmögliche Videoqualität und das ist ja letztlich, was ihr auch haben wollt. Als nächstes müsst ihr natürlich auswählen, in welcher Auflösung euer Video aufgenommen wird. Ihr habt die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zwischen zum Beispiel 720p, 1080p oder eben 4K mit verschiedenen Bildraten. Ich wähle in der Regel hier 4K 60fps, das heißt also, ich filme in einer 4K-Auflösung mit 60 Bildern die Sekunde. Hat natürlich den Vorteil, dass ich dann später Aufnahmen in Slow Motion wiedergeben kann, ohne dass es ruckelt. Kleine Info am Rande, wenn ihr später Aufnahmen im Dunkeln macht, also sprich da, wo wenig Licht vorhanden ist, dann könnte es sinnvoll sein, hier mit einer kleineren Bildrate zu filmen, weil 60 Frames per Second heißt ja, der Sensor muss 60 Mal in der Sekunde belichten. Würdet ihr jetzt hier zum Beispiel nur 25 FPS wählen, dann heißt es, nur 25 Bilder müssten die Sekunde belichtet werden. Pro Einzelbild fällt also mehr Licht auf den Sensor. Und insofern kann natürlich bei Lowlight-Situationen die Wahl einer kleineren Framerate durchaus sinnvoll sein. Ich wähle aber hier 60 Frames per Second. Sollten bei euch hier zum Beispiel die Werte wie 24 FPS oder 25 FPS nicht angezeigt werden, liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass dieser Button hier bei PAL-Formate einblenden nicht aktiv ist. So, jetzt würden nämlich nur noch 30 FPS und 60 FPS auftauchen, aber wir wollen auch die PAL-Formate haben, weil das eigentliche Kinoformat heißt ja 25 Bilder die Sekunde, in Amerika halt 24 Bilder die Sekunde. Ich wähle trotzdem jetzt erstmal 60 FPS. Hier habe ich die Möglichkeit, dann noch HDR-Video ein- oder auszuschalten. HDR-Video sorgt natürlich noch für mehr Dynamik in euren Bildern. Sprich, schwarz ist nicht nur einfach schwarz und weiß ist weiß, sondern es gibt halt noch mehr Abstufung zwischen einem hellen und einem dunklen Bereich. Euer Bild hat mehr Dynamik, das heißt also mehr Details. In diesem Falle wähle ich auch mal das HDR-Video hier an. Auto-FPS habe ich auf ausgestellt. Das ist nämlich genau die Geschichte, die ich gerade angesprochen habe. Würdet ihr das aktivieren, würde er automatisch bei schlechten Lichtbedingungen die Framerate runtersetzen. Aber ich möchte ja eine eigene Kontrolle über das ganze System haben, deswegen habe ich jetzt hier Auto-FPS auf ausgestellt. Und das sind schon mal die wesentlichen Einstellungen hier im Bereich Video aufnehmen. Bei Slow Motion aufnehmen könnt ihr auch nochmal auswählen, mit wie vielen Bildern die Sekunde ihr aufnehmen möchtet. Zum Beispiel 120 oder 240. Ich wähle jetzt hier mal die voreingestellten 240. Darüber hinaus natürlich Stereoton aufnehmen sollte sinnigerweise aktiviert sein, weil wenn ihr euch später natürlich das ganze Videomaterial anhört und der Ton nur noch aus einer Box kommt, je nachdem wie ihr das Ganze hört oder aus einem Ohrhörer, ist das natürlich unschön. Ganz wichtig, Raster. Raster solltet ihr auf jeden Fall als Hilfslinien einblenden. Mit dem eingeblendeten Raster habt ihr einfach noch ein paar Hilfestellungen, wie ihr eure Kamera haltet, beziehungsweise im Bereich der Bildgestaltung, wie ihr das Bild, das Motiv positioniert oder einfach natürlich, dass ihr die Kamera überhaupt erstmal gerade haltet. Da könnt ihr zum Beispiel am Raster den Horizont ausrichten. Auf jeden Fall aktivieren, eine ganz wichtige Einstellung. Frontkamera spiegeln habe ich jetzt auch nochmal aktiviert. Für Aufnahmen mit der Frontkamera ist jetzt aber in diesem Falle jetzt nicht ganz so dramatisch. Und ganz unten hier die Objektivkorrektur habe ich auch noch aktiviert, um einfach Verzerrungen der Front- oder der Ultraweitwinkelkamera so ein bisschen runterzurechnen. Es gibt noch eine ganz wichtige Einstellung, die ihr vornehmen müsst, wenn ihr beim Übertragen eurer Daten zum Beispiel auf den Rechner per AirDrop keine Informationen verlieren wollt. Weil wenn ihr das nicht macht, dann werden zum Beispiel HDR-Videos, die in 10-Bit aufgenommen werden, plötzlich per 8-Bit übertragen, wenn ihr das Ganze mit AirDrop auf euren Rechner schickt. Dazu geht ihr in die App Fotos,
scrollt nach ganz unten und hier habt ihr die Auswahl bei auf den Mac oder PC übertragen zwischen automatisch und originale behalten. Wenn ihr hier die Funktion automatisch auswählt beim Übertragen eurer Daten per AirDrop später, dann habt ihr auf jeden Fall Qualitätsverluste und das wollt ihr vermeiden. Deswegen hier originale behalten auf jeden Fall auswählen. Das ist eine ganz wichtige Funktion, weil wenn ihr das Häkchen an der falschen Stelle setzt, dann werden eure Videos in schlechterer Qualität übertragen. Und das sind eigentlich auch schon meine wesentlichen Einstellungen und ich kann mich nun in die Kamera-App begeben. In der Kamera-App habt ihr natürlich die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zwischen Foto, Porträt, Panorama-Modus, aber uns interessieren in diesem Falle jetzt die Videoeinstellungen. Deswegen wähle ich jetzt mal den ganz normalen Videomodus hier. Als erstes seht ihr hier die Auswahlmöglichkeiten der einzelnen Linsen. Bei meinem iPhone 13 Pro Max sind es die 0,5 Ultraweitwinkellinse, die ganz normale Einfach-Normal-Weitwinkellinse und das Dreifach-Tele. Das ist natürlich von iPhone zu iPhone unterschiedlich, je nachdem, welche Linsensysteme ihr verbaut habt. Kleine Zusatzinfo, ich habe hier bei meinem iPhone 13 Pro Max 3 Linsensysteme. Aber eigentlich sind es 4, weil die Ultraweitwinkellinse enthält noch ein Makroobjektiv. Sobald ihr mit der Ultraweitwinkellinse ganz nah an ein Objekt herangeht, wird dieses erkannt und es springt automatisch in den Makromodus um. Es ist eigentlich so gesehen ein viertes Objektiv in euren iPhones, was auf jeden Fall richtig coole Features bietet. Das nur mal so am Rande. Je nachdem, ob ich jetzt mein iPhone senkrecht halte oder im Querformat, wird jetzt hier noch an der Seite angezeigt, dass ich jetzt hier zum Beispiel in 4K filme mit 60 Frames per Second. Hier kann ich zum Beispiel jetzt auch einfach drauf tippen und schon ändert sich die Bildrate bzw. die Auflösung. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt mehr ins Einstellungsmenü gehen, um zum Beispiel von einer Aufnahme zur nächsten die Bildrate zu ändern. Das könnt ihr auch direkt hier machen. Wenn ich mein iPhone quer halte, sehe ich jetzt hier noch diesen Pfeil an der rechten Seite. Und wenn ich da drauf tippe, dann wird an der linken Seite werden zwei Menüs angezeigt. Und zwar oben einmal für den Blitz, den ich entweder einschalten kann oder ausschalten kann für zusätzliche Beleuchtung. Ich rate aber eigentlich immer dringend ab, mit dem internen Blitz zu filmen. Das sieht alles irgendwie komisch aus, weil alles im Nahbereich ist total hell und im hinteren Bereich eher dunkel. Deswegen versucht auf jeden Fall nicht mit dem internen Blitz als zusätzliche Beleuchtungsquelle zu filmen. Klar kann man machen, aber ich würde da auf jeden Fall dringend von abraten. Hier unten seht ihr noch ein Plus und ein Minus und das ist einfach nochmal eine Einstellungsmöglichkeit für die Belichtung. Hier könnt ihr nochmal die Belichtung hoch und runter fahren, also ein bisschen manuell anpassen. In der Regel ist es ja so, man fixiert mit dem iPhone ein Objekt oder eine Person, tippt dann mit dem Zeigefinger darauf und dann wird automatisch die Belichtung angepasst. Sobald ihr jetzt aber anfangt, mit dem Smartphone zu schwenken, ändert sich die Belichtung, im Zweifel auch der Fokus. Und deswegen gibt es beim Smartphone die sogenannte AEAF-Sperre, die Autobelichtungs- und Autofokussierungsfunktion. Dazu habe ich schon ein eigenes Video gemacht, aber trotzdem möchte ich das in diesem Video nochmal erklären. Wenn du zum Beispiel eine Person in die Nähe eines Fensters stellst und diese Person filmst und dann einen Schwenk zum Fenster hin machst, wirst du sehen, wie die Belichtungsautomatik sich verändert und entsprechend anpasst. Das sieht nicht schön aus. Der Trick ist jetzt hier die Aktivierung der sogenannten AEAF-Sperre. Das ist eine sehr praktische Geschichte, weil dann hast du die manuelle Kontrolle über den Fokus und über die Belichtung. Dann hast du den Fokus und die Belichtung fixiert. Wenn du jetzt aufs Display tippst, kannst du die Belichtung manuell ausrichten. Wenn du natürlich jetzt zum Fenster hinschwenkst, ist draußen natürlich alles gnadenlos überbelichtet, aber du willst ja den Fokus auf die Person leiten, dass diese optimal belichtet ist. Neben dem normalen Videomodus habe ich noch verschiedene weitere Videomodi. Den Kinomodus, da komme ich jetzt gleich zu, vorher noch mal eben hier Slow Motion und Zeitraffer. Im Zeitraffer ist klar, alle paar Sekunden wird ein Foto geschossen, welches dann nachher in Form eines Videos zusammengesetzt wird und dann diese typischen Zeitrafferaufnahmen generiert werden. Zeitraffer-Videos könnt ihr natürlich als Hyperlapse-Videos anlegen. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Gimbal durch die Gegend rennt, dann habt ihr so richtig coole Hyperlapse-Aufnahmen mit dem Zeitraffer-Modus. Alternativ verwendet ihr natürlich einfach ein Stativ und lasst das Ganze dann so laufen und habt nachher ein schönes Zeitraffer-Video. Slow Motion ist natürlich das Gegenteil. Man kann natürlich mit dem normalen Videomodus, wenn ihr mit 60 Bildern die Sekunde aufnimmt, schon eine einfache Slow Motion machen. Zum Beispiel Videos in halber Geschwindigkeit abspielen, was schon mal ganz cool ist. Mit Slow Motion habt ihr dann nochmal die Möglichkeit, eure Videos noch smoother und langsamer darstellen zu können für coole Effekte. So, jetzt kommen wir aber zum Kinomodus. Das ist eigentlich so die spannendste Neuheit, die iOS 15 zu bieten hat und natürlich auch die neuen iPhone 13er Modelle, mit denen man Videos im Kinomodus aufnehmen kann. Der Kinomodus simuliert eigentlich softwaremäßig das, was professionelle DSLR oder DSLM Kameras leisten, nämlich dass der Hintergrund unscharf wird.
Der Kinomodus erkennt zum Beispiel automatisch eine Person, die in einem Raum steht, die dann vom Hintergrund separiert wird, sodass dieser Hintergrund automatisch unscharf gemacht wird. Ihr könnt euer iPhone im Kinomodus automatisch entscheiden lassen, wie unscharf der Hintergrund wird. Ihr habt aber auch manuellen Eingriff darauf, sowohl bei der Aufnahme als auch bei der späteren Nachbearbeitung. Das ist so ein cooles Feature. Aufnahmen des Kinomodus könnt ihr ähnlich wie Fotos im Porträtmodus nachträglich noch nachbearbeiten, sprich den Hintergrund wieder scharf machen oder doch noch ein bisschen unschärfer. Ihr seht das F hier auf der Seite, je nachdem, ob ich im Querformat filme oder im Hochformat filme. Beim Hochformat seht ihr es jetzt hier oben rechts. Und wenn ich dieses F anklicke, seht ihr hier unten so einen Slider, wo ich die Blende einstellen kann. Wähle ich eine große Blende, wie zum Beispiel die Blende F16, heißt es, der Hintergrund ist scharf. Wenn ich eine Blende wähle von F2 beispielsweise, jetzt hier ist der Hintergrund maximal unscharf. Und hier habt ihr noch die Möglichkeit, selbst einzuwirken, wie unscharf dieser Hintergrund denn sein soll. Außerdem kann ich natürlich bei mehreren Personen im Bild noch mit Tippen auf dem Bildschirm entscheiden, welche Person im Fokus ist. Wenn ich mehrere Personen im Bild habe, wird die Person, die meiner Kamera am nächsten steht, erstmal automatisch scharf geschaltet. Sobald diese aber nach hinten schaut zu der anderen Person im Bild, springt der Fokus automatisch zu dieser anderen Person über. Sehr cinematisch und ultra praktisch. In der Nachbearbeitung habt ihr, wie gesagt, nochmal die komplette Kontrolle über die Einstellung des Kinomodus. Also was ist im Fokus und wie unscharf ist der Hintergrund. Auf jeden Fall eine sehr praktische Geschichte. Ein einziger Wehmutstropfen: der Kinomodus funktioniert aktuell nur in 1080p mit 30 Bildern die Sekunde. Kinomodus und 30 Bilder die Sekunde. Auch so eine Sache. Nichtsdestotrotz finde ich, ist der Kinomodus auf jeden Fall eine gelungene Geschichte. Er soll übrigens auch mit Haustieren funktionieren und einfach Objekten aller Art. Es müssen nicht Personen sein, die im Fokus stehen. Je nachdem, was ihr filmt, kann es aber hier zu Problemen kommen. Ich habe schon das ein oder andere YouTube-Video dazu gesehen, dass es zum Beispiel beim Filmen mit Haustieren durchaus Probleme gibt, dass dann Bereiche nicht ganz erkannt werden und irgendwie das halbe Haustier dann unscharf im Fokus ist. Das gleiche auch bei Objekten, dass dann so ein komischer Halo sich am Rande bildet. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ich denke mal, es hängt ganz entscheidend natürlich vom Objekt und der jeweiligen Beleuchtungssituation ab. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video die iOS 15 Videokamera-App so ein bisschen näher bringen und habe euch das hoffentlich soweit anschaulich erklärt, dass ihr ab sofort durchstarten könnt mit eurem neuen iPhone oder auch noch einem älteren iPhone, je nachdem, was ihr gerade habt, coole Filme zu drehen. Gebt mir gerne euer Feedback. Habe ich vielleicht eine Funktion vergessen? Was ist noch wichtig zu erwähnen? Klar, der Bereich Foto, den habe ich jetzt komplett nicht abgefrühstückt, aber in diesem Kanal geht es ja hauptsächlich ums Filmemachen und deswegen habe ich mich jetzt auf die Video-Features gestürzt. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei euer Rainer. Ciao.